Nachdenkseiten. Die kritische Website. Dokumente der Niedertracht. Pressekonferenz zu den nun vorliegenden völlig ungeschwärzten RKI-Protokollen. Von Florian Warwick. Ein Whistleblower des Robert-Koch-Institut hat der freien Journalistin Aya Velasquez die gesamten ungeschwärzten Protokolle des RKI-Krisenstabes aus den Jahren 2020 bis 2022 zukommen lassen. Velasquez und ihre Mitstreiter, der freie Journalist Bastian Baruca sowie der Finanzwissenschaftler Stefan Homburg, haben die nun erstmals völlig unzensiert vorliegenden Protokolle über Wochen durchgearbeitet und stellten die für die Bundesregierung äußerst brisanten Erkenntnisse bei einer Pressekonferenz in Berlin am 23. Juli vor. Die Nachdenkseiten waren dabei. In den Protokollen finden sich bisher unbekannte Details, etwa zur Rolle von Drosten und Spahn, zu mRNA-Kinderimpfungen sowie zu unerwarteter Gegenwehr aus der Bevölkerung. Es war ein veritabler medialer Coup. Am 23. Juli um 4 Uhr morgens hatte die freie Journalistin Aya Velasquez auf der Plattform X verkündet, dass man das Drama um die Schwärzungen der RKI-Protokolle dank eines Whistleblowers aus dem Robert-Koch-Institut beenden würde und kündigte zudem eine Pressekonferenz, in der weitere Details offengelegt werden würden, für den 23. Juli um 10 Uhr an. Zitat: Wir beenden das Drama um die Schwärzungen der RKI-Protokolle an dieser Stelle. Hier kommt der komplette Datensatz aller Sitzungsprotokolle des RKI.de-Krisenstabs von 2020 bis 2023 ungeschwärzt inklusive 10 GB Zusatzmaterial. Link rkitransparenzbericht.de. Die RKI-Protokolle beweisen, unsere Corona-Politik basierte nicht auf rationalen wissenschaftlichen Abwägungen. Zahlreiche politische Entscheidungen wie etwa 2G, die einrichtungsbezogene und geplante allgemeine Impfpflicht oder die Impfung von Kindern waren rein politische Entscheidungen, für die das RKI als weisungsgebundene Behörde eine vermeintlich wissenschaftliche Legitimation lieferte. Zitat Ende. Und weiter heißt es in dem ausführlichen Tweet: Wir werden erfahren, dass das RKI nicht widersprach, als die EMA und Pfizer die Phase-3-Studien ausfallen lassen wollten und die Impfung gleich breit an der gesamten Bevölkerung austesteten, damit es mit der Notzulassung schneller geht. Und wir werden erfahren, dass sich das RKI leider trotz des Wissens um fehlenden Fremdschutz und schwerste Nebenwirkungen sowohl für die einrichtungsbezogene als auch für die allgemeine Impfpflicht aussprach. Zitat Ende. Abschließend gab sie der Hoffnung Ausdruck, dass mit dem vollständig entschwärzten Datensatz aller RKI-Krisenstab-Protokolle nun eine kompromisslose und ehrliche Aufarbeitung der Corona-Politik in Deutschland beginnen könne. Ob es dazu kommt, sei dahingestellt, aber allein die auf der Pressekonferenz zitierten Protokollauszüge der bisher geschwärzten Teile haben das Potenzial, diese Republik in ihren Grundfesten zu erschüttern. Der Raum der Pressekonferenz PK war bis auf den letzten Platz gefüllt. Allerdings suchte man vergebens die Mikrofone von ZDF, ARD oder auch größeren privaten Sendeanstalten. Dabei liegt der Sprechsaal, der Raum, der für die Pressekonferenz angemietet wurde, keine 5 Gehminuten vom ARD-Hauptstadtstudio entfernt. Beim ZDF wären es 5 Minuten mehr gewesen. Zunächst erklärte Velasquez einleitend, wie es zu der Kontaktaufnahme und Übergabe der besagten Protokolle durch den Whistleblower gekommen war und aus welchen Gründen dieser sich entschieden hatte, diesen Weg zu gehen. Zitat: Die Person war nicht einverstanden mit der Corona-Politik der Bundesregierung, war nicht einverstanden mit der Art und Weise, wie ihr Institut vorauseilend gewissen politischen Weisungen entgegengekommen ist und eigene wissenschaftliche Prinzipien verraten hat. Zitat Ende. Einen schönen guten Morgen in die Runde, einen guten Morgen in den Stream, einen guten Morgen hier in den Sprechsaal in Berlin. Liebe Medienschaffende, sehr geehrte Damen und Herren, interessierte, besorgte, vielleicht empörte Bürger, zu einer Pressekonferenz zum Thema RKI-Transparenzbericht.de. Der Sprechsaal in Berlin ist einen kleinen Spaziergang entfernt von eben jenem Institut, dem Robert-Koch-Institut, über das, um das es heute gehen soll. Und ich begrüße voller Freude hier auf dem Podium Aya Velasquez, freie Journalistin. Ich begrüße den ehemaligen Professor für öffentliche Finanzen der Universität, der Leibniz-Universität Hannover,
Professor Stefan Homburg und ich begrüße ganz herzlich den ebenso freien Journalisten Bastian Barucker, der seit rund 20 Jahren im Bildungsbereich tätig ist. Ich möchte gerne RKI-Transparenzbericht.de, was hat es damit auf sich? Die meisten von Ihnen sind hier, weil Sie es eh schon wissen. Aya Velasquez, bitte erklären Sie uns doch mal, was sich hinter Ihnen so imposant auftürmt. Was da hinter mir hängt, ist im Prinzip nur ein kleiner Ausschnitt des Materials, das mir zugespielt wurde von einem Whistleblower / einer Whistleblowerin aus dem Robert-Koch-Institut. Die Person arbeitet nicht mehr im Institut, aber hatte Zugang zu diesen Protokollen und was ich sagen kann, also es handelt sich hierbei um eine Gewissensentscheidung, das heißt die Person hat war nicht einverstanden mit der Corona-Politik der Bundesregierung, war nicht einverstanden mit der Art und Weise, wie ihr Institut vorauseilend gewissen politischen Weisungen entgegengekommen ist, auch eigene wissenschaftliche Prinzipien ja, ein Stück weit verraten hat. Und ist auf mich zugekommen, schon vor einigen Monaten. Es hat diverse Treffen gegeben und diverse Übergaben von Material. Und das Material ist seit gestern vollständig. Das beinhaltet nicht nur die RKI-Krisenstabsprotokolle von 2020 bis 2023, sondern auch sämtliches Zusatzmaterial zu den Sitzungen. Das sind etwa 10 Gigabyte Material. Das heißt, der Löwenanteil des Materials befindet sich eigentlich im Zusatzmaterial. Und das Schöne daran ist, dass wir nun die Entscheidungen der Bundesregierung und auch des RKI, also die wissenschaftlichen Empfehlungen des RKI, auf ihre wissenschaftliche Grundlage hin überprüfen können. Und wenn zum Beispiel Entscheidungen sehr, sehr schnell geändert wurden, also zum Beispiel im Zwei-Wochen-Takt, das RKI plötzlich etwas komplett Gegenteiliges empfohlen hat, wie noch 2 Wochen zuvor, dann kann man jetzt beispielsweise im Zusatzmaterial nachschauen, was denn dafür die wissenschaftliche Grundlage war. Konkret zitiert sie dann im weiteren Verlauf beispielhaft aus einem Protokollauszug zu Christian Drosten, der eine eigene Studie nicht veröffentlichte, weil die dortigen Erkenntnisse der Haltung der Bundesregierung widersprachen. Zitat: Textentwurf Christian Drosten. Empfehlung für den Herbst, Darstellung der Idee und Einschätzung, Folien hier, Kontext. Der Artikel ist vertraulich. Herr Drosten hat zwischenzeitlich entschieden, das Papier nicht zu publizieren, da ungezielte Testung im Text als nicht sinnvoll betrachtet wird und dies dem Regierungshandeln widerspricht. Zitat Ende, Protokoll vom 29.07.2020. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Der in der Corona-Zeit wohl wichtigste Berater der Bundesregierung kommt zu der Erkenntnis, dass ungezielte Testung aus wissenschaftlich-medizinischer Sicht nicht sinnvoll sei. Er verzichtet aber darauf, dies öffentlich zu machen, weil er damit die Bundesregierung verärgern könnte. Genau wegen einer solchen Haltung wird man wohl Regierungsberater. Und so geht es weiter, Schlag auf Schlag. Besonders erschütternd für alle Leser mit Kindern sind wohl die Ausführungen von Bastian Barucker, der sich vor allem mit den Protokollteilen beschäftigt hat, in denen es um die Corona-Maßnahmen gegen Kinder ging. Fazit: Egal ob Masken tragen, Distanzgebot, Schulschließungen oder Impfung, all dies erfolgte aufgrund von politischem Druck, entgegen medizinischer Fachmeinung. Beispielhaft werden etwa folgende Auszüge zitiert. Impfung von Kindern. Auch wenn von STIKO die Impfung für Kinder nicht empfohlen wird, Bundesminister Spahn plant trotzdem ein Impfprogramm. Protokoll vom 19.05.2021. Zielgruppe jüngere Menschen und Impfung, zum Beispiel Influencer Vaccination Challenge auf YouTube. Viele Aspekte des Themas könnten mit mehr Humor angegangen werden, zum Beispiel Angst vor Impfnachwirkung thematisieren. Zum Beispiel hat El Hotzo bei seiner Impfung seine Impfreaktion thematisiert. Protokoll vom 14.07.2021. Zielgruppenspezifische Kommunikation. Wer sollte insbesondere adressiert werden? Primär junge Menschen. Diese verhalten sich anders. Es muss cool sein, sich impfen zu lassen. Protokoll vom 14.07.2021. Pädiatrische Fachverbände stehen der Impfung von Kindern zurückhaltend gegenüber. Politik bereitet bereits Impfaktionen vor, damit die entsprechenden Jahrgänge zum Ferienende geimpft sind. Frage der Equity. In vielen Regionen der Welt fehlen Impfstoffe. Hier werden Gruppen ohne mit sehr geringem Risiko geimpft. Protokoll vom 21.05.2021. Zurzeit ist auch eine Boosterimpfung von Kindern aus ministerieller Seite angedacht, obwohl dazu keine Empfehlung und teils keine Zulassung besteht. Protokoll vom 15.12.2021.
Baruka schließt, nachdem er aus weiteren entsprechenden Protokollvermerken zitiert hat, mit folgenden Worten. Das bedeutet, Kinder wurden auf Kosten ihrer eigenen Gesundheit zu Maßnahmen verpflichtet, um das Wohl anderer zu schützen. Ein historischer Tabubruch. Das RKI kommt am 26. Februar 2020 vor jeglichen Schulschließungen aus China zurück und er stellt Folgendes fest, ich zitiere. Kinder 2% der Fälle in großer Studie. Kinderkrankenhaus bestätigt alle ohne Komplikationen. Auch in Transmissionsketten nicht prävalent. Schulen, Kitas stehen nicht im Vordergrund. Kinder keine wichtigen Glieder in Transmissionsketten. Rolle der Kinder eher untypisch untergeordnet, anders als Influenza. Mehr Studien müssen folgen. Mitte März. Es geht um die Schulschließung und im RKI ist Folgendes zu lesen, 11. März. Reaktive Schulschließungen in Gebieten, die nicht besonders betroffen sind, sind nicht empfohlen. 12. März, Christian Drosten, ich zitiere, keine Veranstaltung mehr und das Schließen von Schulen, das ist etwas, was wir jetzt machen müssen. 13. März, Herr Spahn hat angeordnet, dieses Wort sollte man immer in die Suchleiste eingeben bei den Protokollen, dass eine Passage zur Schulschließung in die Kriterien für die Risikoeinschätzung von Großveranstaltungen eingefügt wird. Die Politik wollte das. In einer weiteren Publikation, zitiert von Herrn Drosten, wurde die Effektivität von Schulschließungen modelliert. Publikation, Achtung, bezieht sich aber auf Influenza. Vielleicht erkennen Sie bereits den Widerspruch. Corona, und das bestätigte sich in den kommenden Monaten, war für Kinder eben weniger gefährlich als Influenza, der Besuch im Schwimmbad oder den Straßenverkehr. April 2020, also nach den ersten Schulschließungen, wird in den RKI-Protokollen eine Übersichtsarbeit zitiert. Zitat, Schulschließungen haben vermutlich keinen großen Einfluss auf die Kontrolle der Epidemie gehabt. Auch im August 2021, es bleibt dabei, Zitat, Kinder haben ein im Vergleich zu anderen Atemwegserkrankungen geringes Risiko für schwere Krankheitsverläufe. Das wiederum bedeutet, dass Kinder auf Kosten ihrer eigenen Gesundheit zu Maßnahmen verpflichtet wurden, um das Wohl anderer zu schützen. Ein historischer Tabubruch. Mindestens ebenso erschütternd sind die Ausführungen von Stefan Homburg, der sich unter anderem durch die Protokolle zu Impfung und Impfnebenwirkungen gearbeitet hatte. Beispielhaft zitiert er aus den RKI-Protokollvermerken zu AstraZeneca. In denen wird vermerkt, dass das Risiko, mit einer AstraZeneca-Impfung an einer oft tödlich endenden Sinusvenenthrombose zu erkranken, 20-mal so hoch ist wie ohne Impfung. Die Gefahr, die von dieser Impfung ausgeht, das wird aus den ungeschwärzten Protokollen unmissverständlich klar, wurde vom RKI klar erkannt. Doch trotz dieser Erkenntnis werden wenige Wochen später öffentlichkeitswirksam die damalige Kanzlerin Angela Merkel, Vizekanzler Olaf Scholz, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn und Karl Lauterbach mit AstraZeneca geimpft, verbunden mit der Aufforderung an die Bevölkerung, es doch diesen Politikern gleich zu tun. Homburg verwies dann weiter darauf, dass die damaligen PR-Impfungen auch dadurch motiviert waren, dass man für gigantische Summen die entsprechenden AstraZeneca-Impfungen erworben hatte und trotz bereits bestehender Vorbehalte in der Bevölkerung entsprechend an Mann und Frau bringen wollte und musste. AstraZeneca, jetzt 12 Fälle mit Sinusvenenthrombose, alle nach Impfung. Paul-Ehrlich-Institut und die Pharmakovigilanzstellen der Länder kommen nicht gut hinterher. Norwegen setzt AstraZeneca aus, bis auf Weiteres. Und 2 Wochen später heißt es, Sinusthrombosen als Nebenwirkung des AstraZeneca-Impfstoffs. Inzwischen sind auch vermehrt Männer davon betroffen. Frauen wusste man schon vorher. Damit gibt es jetzt auch bei Männern eine 20-fache Inzidenz im Vergleich zur Hintergrundinzidenz. Das heißt, das Risiko eines Mannes an einer Sinusvenenthrombose, die eine sehr gefährliche Erkrankung des Herzens ist, zu erkranken, ist 20-mal so hoch, wenn er sich mit AstraZeneca impfen lässt, als wenn er sich nicht impfen lässt. Und das wirklich Schlimme, meine Damen und Herren, das wirklich Schlimme, sind jetzt 4 Zeitungsartikel, die in den folgenden Wochen erscheinen. Überlegen Sie sich nochmal, das RKI hat genau erkannt, welche hohe Gefahr von AstraZeneca ausging. Das wurde dann ja auch erstmal für Jüngere nicht mehr empfohlen, dann für Ältere nicht empfohlen, ist inzwischen komplett vom Markt. So, und nach diesen beiden RKI-Sitzungen
aus denen man sieht, das RKI hat die hohen Gefahren dieses AstraZeneca-Impfstoffs klar erkannt, finden wir auf der Homepage des Bundespräsidenten: Bundespräsident Steinmeier mit AstraZeneca geimpft. In der Ärztezeitung: Bundeskanzlerin Merkel und Vizekanzler Scholz mit AstraZeneca geimpft. Im Spiegel: Karl Lauterbach hat sich mit AstraZeneca impfen lassen. Und in der Apothekerzeitung: Spahn lässt sich mit AstraZeneca impfen. Also es ist meines Erachtens vollkommen fernliegend, dass wenn eine Gesundheitsbehörde diese Gefahren kennt, die verantwortlichen Politiker im Dunkeln gelassen werden und sich dann gerade mit diesem AstraZeneca-Impfstoff impfen lassen. Steinmeier, Scholz, Merkel, Lauterbach, Spahn. Also eine naheliegende Interpretation ist, dass selbst die Normalbevölkerung, die ja schlecht informiert war und in die Irre geführt wurde, inzwischen so viel gemerkt hatte durch eigene Erfahrungen, die in der Umgebung, dass die Bereitschaft, mit AstraZeneca sich impfen zu lassen, praktisch auf Null war. Weitere Zitate aus den ungeschwärzten Protokollen, die Bundesregierung und RKI der bundesdeutschen Bevölkerung verheimlichen wollten. Normalerweise plant man 12 bis 18 Monate ab Beginn Phase 1. EMA und Pfizer überlegen, ob sie gegebenenfalls die Phase 3 Studien auslassen und direkt in eine breite Anwendung gehen. Wenn das von den Regulatoren so entschieden wird, dann kann es schneller gehen als 12 bis 18 Monate. Protokoll vom 15.04.2020. Es gibt keine Anzeichen, dass Impfungen an Ausscheidungen etwas ändern. Die fachlichen Empfehlungen werden beibehalten, solange es keine anderslautende Anweisung vom BMG gibt. 12.10.2022. Impfen und Testen in Greiz sehr akzeptabel. Im Saale-Orla-Kreis nicht, hier Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen. Bewohnende wegen Verweigerung nur zu 50% geimpft, überraschende Gegenwehr aus Bevölkerung. 7.05.2021. Sofern es ausreichend Evidenz gibt, zum Beispiel empfiehlt die American Academy of Pets das generelle Maskentragen ab 2. Sollte hier eine verschärftere Formulierung gefunden werden. Das Tragen von Masken sollte auch bei niedrigen Inzidenzen ohne Einschränkungen beibehalten werden und als Beibehaltung von Basismaßnahmen verstanden werden. Daher bitte Formulierung nachschärfen. 2.07.2021. Die Testung sollte in eine bestimmte Richtung gelenkt werden. Wie kann dem politischen Wunsch nach verstärkter Testung entgegengekommen werden? 29.06.2020. BMG möchte vermutlich Ausnahmen für Geboosterte für 3 Monate. Geimpfte müssen irgendwelche Privilegien enthalten. Dies muss in Einreiseregelung enthalten sein. 7.01.2022. Die STIKO-Empfehlung ist nicht immunologisch begründet, sondern dient dem Einsparen von Impfstoff. 10.05.2021. Am Donnerstag erfolgte vor Veröffentlichung der Aktualisierung des Kontaktnachverfolgungsmanagementpapiers eine ministerielle Weisung zur Ergänzung. Eine derartige Einflussnahme seitens des BMG in RKI-Dokumente ist ungewöhnlich. Die Weisungsbefugnis des Ministers bei technischen Dokumenten des RKI wird derzeit von L1 rechtlich geprüft. Aktuelle Einschätzung der RKI-Leistung ist, dass die Empfehlungen durch das RKI in der Rolle einer Bundesbehörde ausgesprochen werden und einer ministeriellen Weisung zur Ergänzung dieser Empfehlung nachgekommen werden muss, da das BMG die Fachaufsicht über das RKI hat und sich als Institut nicht auf Freiheit der Wissenschaft berufen kann. Die wissenschaftliche Unabhängigkeit des RKI von der Politik ist insofern eingeschränkt. Protokoll vom 10.09.2021. Die Veröffentlichungen der ungeschwärzten RKI-Protokolle sind ein Paukenschlag des unabhängigen, alternativen Journalismus und zugleich eine fette Backpfeife für die großen öffentlich-rechtlichen und privaten Medien. Über Wochen arbeitete sich Velasquez mit ihrem Unterstützerteam durch die Protokolle und fand, wie aufgezeigt, unzählige brisante Details, die vor der Öffentlichkeit geheim gehalten werden sollten. Doch selbst die geschwärzten RKI-Protokolle kennen wir nur, weil der Journalist Paul Schreier und sein Online-Magazin Multipolar auf Herausgabe der Daten geklagt hatten. Freie Journalisten mit geringen finanziellen und personellen Ressourcen haben hier eine Aufgabe als vierte Gewalt erfüllt, bei der andererseits die sogenannten Leitmedien komplett versagt haben. Auch das sollte bei einer umfassenden Aufarbeitung der Corona-Politik in Deutschland zum Thema gemacht werden. Die ungeschwärzten RKI-Protokolle sind bei Interesse verlinkt innerhalb des Artikels zu finden. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen.
Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.